Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video rund um Obst, Gemüse und Kurkuma und vor allem Pestizide. Mein Name ist Susanne Dulle, Gründerin vom Happy Water Team. Neben mir der Heilpraktiker Eugen Lüchtefeld, der auch eine schöne Ayurveda-Klinik hier hat, nähe Paderborn und auf Sri Lanka. Und der Eugen ist ja seit 38 Jahren im Beruf, beschäftigt sich sehr, sehr viel mit holistischer Medizin und holistischer Gesundheit. Und somit machst du natürlich auch immer wieder viele Versuche, was man mit dem hochbasischen Wasser, mit dem 11,5er machen kann vom Krankengerät und mit dem 2,5er. So viel ich weiß, kann auch nur Kangen diese hohen und niedrigen Potenzen herstellen. Genau, es gibt keine andere Firma. Gibt keine andere Firma. Und dafür lieben wir ja auch alle diese Geräte. Und wichtig ist immer, wenn ihr Obst und Gemüse habt, dass ihr es auf jeden Fall in 11,5er Wasser einlegt, damit Pestizide und so weiter abgewaschen werden. Aber Eugen möchte heute noch einen Schritt weiter mit euch gehen und würde sich wünschen, dass alle Biobauern oder Bauern generell mit dem 2,5er arbeiten würden. Und warum? Das kann Eugen uns jetzt gerne mal erklären, weil du hast ja auch vor allem hier einen super Test gemacht. Vielleicht mal kurz selber mal erklären. Also wenn man jetzt ganz viele kranke Leute hat, dann will man denen natürlich die besten Zitronen geben, weil die ja so gut antioxidativ und gerade die Zitronenschale, die soll ja so besonders starkes Zellwachstumshemmung, ein Zytostatikum darstellen. Mhm. Und dann sehe ich natürlich immer, nach einigen Tagen sind 50% oder 70% der Zitronen komplett verschimmelt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das bekommen habe, muss schon Schimmel drin gewesen sein. Mhm. Ne? Und das ist also mein ganz großes Anliegen, dass wenn die Bauern wirklich jetzt antioxidative Sachen anbieten, dann wäre es wichtig, dass gleich bei der Aufzucht ständig mit dem 2,5er gearbeitet, also in ganz sauren Wasser gearbeitet wird und dass man dann hinterher keinen Schimmel bekommt. Ich habe den Test gemacht, ich habe die ganze Kiste, die ganz neu gekommen ist, wer weiß, wie lange sie schon im Lager gestanden hat, da müssen halt schon Schimmelpilze drin gewesen sein. Ich habe die alle komplett desinfiziert mit dem 2,5er Wasser und ich bin so sicher, dass es auch funktioniert. Ich habe das hier ausprobiert. Da habe ich mal drei Schalen mit dem Schimmelpilz infiziert, habe dann aber die Schwämme entweder original oder dann zweitens habe ich es dann mit Hausarztessig bearbeitet und dann mit 2,5er Acid Water, das heißt nicht Krankenwasser, sondern man spricht dann von Strong Stark Acid Water. Das ist 11,5 und das hat so 2,5, das hat so viele Protonen, die alle ganz gierig sind auf Elektronen, die gehen an die Bakterien und entziehen denen ihre gesamte Lebenskraft und auch den Pilzen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir setzen keine Gifte ein, sondern wir entziehen denen einfach ihre Elektronen. Denn man muss bedenken, wenn wir überprüft werden vom Notfallarzt, ob wir noch leben, dann wollt ihr immer wissen, wie viel Strom ist noch auf der Leitung. Ob da hier im Herz EKG oder EKG, EEG, also diese Hirnströme, das ist eigentlich ein Indikator für Leben oder Nichtleben. Und genauso ist es also bei den Pilzen und auch bei den Bakterien. Aber wenn ich denen von vornherein, wenn ich die damit konfrontiere, mit dem ganz sauren Wasser, dann ziehen die vielen Protonen, die da drin sind, die ja über 1000 gehen, die ziehen denen die gesamte energetische Ladung ab. Und damit ist eigentlich bei denen EEG und EKG nicht mehr messbar. Aber ich meine, das ist nur ein bisschen schwierig, wie man das messen soll bei denen. Ja, vielleicht für die, die jetzt noch nicht so im Thema sind als Hintergrund. Das heißt, eine Zitrone, wenn die noch am Baum hängt, hat die einen natürlichen Pilzschutz durch die Fauna vom Baum. Sobald sie geerntet wird, wird sie auch anfällig für Pilze. Und je nachdem, wie sie gelagert wird, wie lange sie gelagert wird, das heißt, wir kaufen vielleicht eine tolle, hochwertige Bio-Zitrone, aber rein mit dem Auge können wir gar nicht sehen, ob da schon ein Pilzbefall drauf ist oder nicht. Das heißt, nachträglich haben wir gesehen, kann man Schaden ein bisschen minimieren, aber nicht wirklich. Und die Grundidee, die Eugen hat, ist eine ganz andere. Und zwar, das ist unser Wunsch,
dass alle Bauern anfangen, 2,5er einzusetzen. Wie würde das in der Praxis aussehen? Also die Idee kommt eigentlich von meinem Kollegen aus Sri Lanka. Mhm. Dem habe ich kurz vor meiner Abreise, das war kurz vor dem Lockdown, nochmal eben einen kleinen Vortrag über Kangwasser und habe ich natürlich über Landwirtschaft auch gesprochen. Mhm. Und dann wollte er Distributor werden. Ich sage, gut, okay, dann kannst du deinen Patienten das empfehlen. Mhm. Sagt er, das ist nicht das Entscheidende. Wir müssen ganz Sri Lanka mit den Geräten übersehen. Denn Sri Lanka ist hochgradig verpestet. Gerade diese Antipilzmittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die sind an oberster Stelle der südasiatischen Länder, liegt also mit doppelter Dosierung Sri Lanka an oberster Stelle. Okay. Und die Kinder, die heute in Sri Lanka geboren werden, die haben eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Wahnsinn. Nach den Vorstellungen. Und der Regierungschef, der hat jetzt gesagt, wir verbieten alle Importe von Chemie von außerhalb. Sehr gut. Das ist eigentlich schon, und das hoffe ich, dass es funktioniert, denn ich habe selber ein Vierteljahr neben so einer Zimtplantage gelebt. Mhm. Und wenn ich dann meine Fingernägel, die waren hochgradig sowas von verkrümmelt, dass in meinen schlauen Büchern stand dann hochgradig vergiftet. Ach du Jemine. Ja, und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das wieder rausgewachsen Wahnsinn. War. Also das ist also wichtig, dass sowas in der Landwirtschaft in Sri Lanka passiert, aber natürlich auch in Deutschland. Denn was nutzt uns das beste Gemüse und Obstgemüse? Der Bio-Schimmel ist auch nicht besser als der andere. Ne? Das stimmt. Und wir wissen ja auch, die Japaner, ich wäre auch schon selber da gewesen, auf den Kurkuma-Plantagen zum Beispiel von Enagic, die machen das hier genauso. Die bauen ihren Reis und ihr Kurkuma mit 2,5er Wasser an. Warum ist das so wichtig? Weil Kurkuma ist ja voll mit Antioxidantien. Und so mehr ein Lebensmittel Antioxidantien hat, umso interessanter für die Pilze. Ja, weil super Nährboden. So, und somit ist Kurkuma nicht gleich Kurkuma. Und hier dieses Kurkuma von Enagic wird, während es wächst, schon mit 2,5er besprüht. Und bei der Ernte, ich weiß nicht, ob du es schon live gesehen hast, ich war ja live da gewesen, vielleicht nur die Videos. Und dann haben sie Riesengeräte da für die Industrie, gibt es ja auch große Krankengeräte. Und dann werden die ganzen Kurkuma-Wurzeln, die frisch geerntet wurden, erstmal in Riesenbäder eingelassen mit 2,5er. Und wenn das einmal passiert ist, gerade wenn es frisch ist, fühlt der Pilz sich nicht mehr wohl. Dann kann er nicht weiterleben und wir leben dann besser. Ja, Wahnsinn. Und das ist so wichtig. Und deswegen empfehlen wir natürlich beide von tiefem Herzen das Ukon. Das ist das Kurkuma von Enagic, weil es das einzige ist weltweit, was du und ich kennen, was diesen Prozess durchlaufen hat. Das ist wirklich Goldstandard in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Und da kommen mir natürlich dann gleich wieder meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die ich tagtäglich aufschreibe. Ich weiß nicht, was da drin ist, ne? Das ist halt, ne, denn auch wenn es Bio ist, heißt es ja nicht frei von Pilzen. Mhm. Und ich habe das Ukon schon vielen, vielen auch weiterempfohlen. Nimm es natürlich selber auch. Die Kinder nehmen es, der Hund nimmt es bei uns auch. Und auch selbst Heilpraktiker, die sehr, sehr kritisch waren, weil die ja natürlich zugeschwemmt werden mit Informationen zur Nahrungsergänzung, alle total begeistert. Aber dazu haben wir auch jetzt ein extra Webinar nochmal gemacht, rein um das Ukon drumherum, warum es das so besonders ist. Wenn da jemand Interesse hat, schaut euch das einfach nochmal extra an. Wir wollen heute vor allem darauf hinweisen, dass es unser Wunsch wäre, dass wir das für alle Lebensmittel machen. Und du hast ja auch tolle Erfahrungen gemacht bei Patienten, die einen Hautpilz hatten, oder? Ja, also letztendlich habe ich Patienten, die hatten Juckerei ohne Ende. Die eine kam eigentlich mit der Diagnose Allergie, aber das war auch nur kurz. Aber die andere, die ist 60 Jahre als Neurodermitis-Patientin abgestuft und gefertigt worden und mit Cortison, die ganze Abwehrkraft natürlich geschwächt. Und dann kam sie mit knapp 70 hier an und ich habe ihr, also wenn die Leute Juckerei haben, dann denke ich natürlich erstmal, dann muss er was gegen Allergie einsetzen und das Mittel gegen Allergien, was schnelle Verbesserung bringt, ist nach meinen Erfahrungen halt das 11,5, das ganze basische Wasser. Das war aber komplett umgekehrt. Die Dame, die fing umso mehr an zu jucken
Und da wusste ich, aha, das sind die Pilze, die genauso gerne diese Antioxidantien haben, von dem guten Wasser. Und dann bin ich hingegangen und habe ihr einfach mal das 2,5er Wasser, der anderen habe ich ja vorher auch schon, weil sie eben diese Juckerei irgendwann bekommen hat. Wenn ich lange das 11,5er Wasser einsetze, kann es plötzlich auch sein, das ist die Pilze, die dann irgendwo sich angesammelt haben, sich dann florieren und dann die Haut voll ist mit dem Zeug. Deshalb muss man also wirklich immer wieder mal das 2,5. Und man sollte keine Angst haben, dass das der Haut irgendwie schädigt. Mhm. Denn es ist genau umgekehrt. Also es kann also sein, wenn du das 11,5er Wasser intensiv einsetzt und immer mit den Händen arbeitest, dass du wirklich genauso Waschfrauenhände kriegst, wie mit ganz normalen Waschmitteln. Denn es ist gar nicht so, dass das so unterschiedlich hergestellt wird. Die Ionisierung wird auch in der Waschmittelindustrie eingesetzt, um das Natriumhydroxid zu produzieren. Nur die Maschinen, die das produzieren, die haben also keine gute Metalle drin und teilweise sind die Waschmittel dann so fast von Quecksilber vergiftet, dass man die Maschinen so nach und nach aus dem Verkehr gezogen hat. Ich habe mich mit Seifenproduktion beschäftigt. Und das war also schon sehr interessant, als dann plötzlich bei Inagic stand in den Fachzeitschriften plötzlich, das ist auch Natriumhydroxid, was letztendlich der beste Fettlöser ist. Und dann löst das ganze Fett hier aus der Haut raus und dann wundert es sich, warum die Hände so aufreißen. Ja. Also ich fasse nochmal für euch zusammen mit dem 11,5er, also auch ein super Waschmittel. Das heißt, ihr braucht von eurem Waschmittel nur noch minimal was und könnt dann das 11,5er, ich mache das zum Beispiel in so eine Kugel rein mit einem Tröpfchen, ein, zwei Tröpfchen ätherische Öle und schmeißt das mit in die Wäsche. Oder ihr könnt das oben, wo ihr Waschpulver einfüllt, auch nochmal 11,5er, ein, zwei Liter mit rein, weniger Waschmittel und super weiße Wäsche. Das dazu. Und für die Haut heißt es für euch jetzt nochmal, bei Neurodermitis empfehle ich immer 2,5er, 11,5er im Wechsel, solange die Neurodermitis akut ist. Natürlich auch immer viel Wasser trinken, 8,5er oder 9,0er. Für die jetzt im Thema sind, ist immer der pH-Wert. Aber wenn jemand einen Pilz hat, dann bitte kein 11,5er, weil das wäre der Nährboden für den Pilz, weil im 11,5er, das hat einen sehr, sehr hohen Minus-ORP-Wert, das heißt, da sind super viele Antioxidantien drin. Der Pilz würde sich extrem freuen und es juckt mehr statt weniger. Das heißt, bei Pilzen auf der Haut oder generell im Darm oder was auch immer, Behandlung erstmal mit 2,5er. Ich wollte ja eigentlich der einen Dame dann nochmal, damit es nicht ständig so sauer ist, wollte ich ihr das Schönheitswasser geben. Mhm. Das hat sie mir dann zurückgegeben, das bringt überhaupt nichts, dann wird es sofort wieder an. Also erstmal, bis die Haut richtig verheilt richtig ist. Voll drauf, ne? Ja, und erst dann Schönheitswasser, Beautywasser, das ist ja mit 6 sehr neutral. 6,5, ja, oder? Genau. Ja, 6. Aber das ist nochmal ein wichtiger Tipp für euch. Das heißt, wenn ihr irgendwo mit Pilzen zu tun habt, achtet drauf. Generell halt auch nochmal, verfolgt das mit. Vielleicht findet ihr Bauern, die dafür offen sind. Wir würden uns wünschen, dass das mit der 2,5-Dynamik nicht nur in Japan praktiziert wird, sondern immer weiter wächst zum Wohle aller. In diesem Sinne wünsche ich euch tiefen Frieden. Ja, ich auch. Tschüss.